Wunderschönen guten Tag. Es freut mich persönlich sehr, dass ihr alle euch wieder eingefunden habt zu einer neuen Folge Resident Evil 2 Remake auf der PlayStation 4. Mein Name ist Mats und ich bin verbunden live mit Tom. Hallo Tom. Hallo, freut mich. Dankeschön. Und das ist ungefähr das Maximum an Euphorie, was ihr erwarten könnt, weil ab jetzt fahre ich wieder runter und werde ungefähr zu diesem Zustand, den Ada hier präsentiert. Genervt? Nämlich... genervt ist vielleicht falsch, bei mir sieht das eher genervt aus. Nee, ich bin ein bisschen angespannt. Wir haben in der letzten Folge uns nämlich hier in die Kanalisation begeben und sind sehr schnell auf etwas gestoßen, was Kenner der Serie sicherlich gleich identifizieren können. Ich habe das Gefühl, es ist größer als im Original. Das macht mir Angst. Ja. Aber ich bin trotzdem sehr flexibel. Eine kleine technische Geschichte noch. Wir haben ja in der letzten Folge und vielleicht auch schon in der vorletzten Folge immer so ein bisschen drüber philosophiert, warum möglicherweise das Spiel bei mir so ein bisschen mehr ruckelt, also beziehungsweise in der Framerate ein bisschen mehr variiert. Ich habe da tiefgründige Recherchen angestellt und habe festgestellt, dass bei meiner PlayStation 4 Pro der Boost-Mode nicht aktiviert war. Und nun habe ich verpasst, nachzurecherchieren, ob Resident Evil 2 quasi einen Patch gekriegt hat, der das automatisch abfragt. Aber die Möglichkeit ist durchaus da, dass dieses Spiel nur profitieren kann, wenn der Boost-Mode angeschaltet ist. Werden wir beide mal rausfinden, was los ist, Tom? Hast du sonst noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? Nö. In der Regel ist es, glaube ich, so, dass der Boost-Modus, man hat selten einen Grund, ihn auszumachen. Es gibt, glaube ich, selten mal Spiele, die wirklich Probleme damit haben. Ich weiß noch, wie damals alle gehofft haben, dass der Boost-Modus Bloodborne so viel besser laufen lässt und das ist nicht passiert. Weil das ein Level-Cap, schon ein Frame-Rate-Cap hat. Nee, also nicht nur Frame-Rate-Cap, ist auch einfach nicht so performant programmiert und optimiert. Da hilft auch ein Boost-Modus leider nichts, da müsste From noch mal ran. Es gab, glaube ich, einen Fan-Patch, der hat das irgendwie mal hingekriegt. Genau, auf Emulator-Basis, das schon. Auf Emulator-Basis, genau, das war sehr interessant. Ich freue mich jetzt sehr, mit dir hier weiter Resi 2 zu spielen, potenziell begegnet uns ein größeres Etwas. Es hat zumindest schon die Erde zum Beben gebracht, als wir hier durch sind. Aber es ist auch weggelaufen. Also es kann durchaus sein, dass wir es nicht mehr sehen werden. Ja, das kann sein, ja. Das Spiel spielt ja mit deinen Erwartungen, also Ich finde es übrigens sehr lustig, weil ich gucke mir die Folgen jetzt natürlich auch mal noch mal so ein bisschen an oder skippe die so ein bisschen durch. Und finde es sehr, sehr charmant, wie du es immer wieder schaffst, dein Lachen zu unterdrücken oder deine Frustration an bestimmten Momenten nicht audiotechnisch zum Ausdruck zu bringen, sodass ich das einfach nicht mitkriege und das dann jetzt zu sehen, ist wirklich sehr, sehr schön. Aber ich finde nur dazu noch mal kurz, ist erst vor kurzem die Folge live gegangen mit dem Bosskampf gegen William. Gegen Birkin. Mm. Und da ist es ein schöner Kontrast in den Kommentaren, weil ganz viele Leute sind so, oh, Mats, hast du super gemacht. Und hast du ja auch super gemacht. Du hast den ja einfach souverän beim ersten Mal weggeballert, ohne alle Munition zu benutzen. Und direkt danach in der gleichen Folge ist halt wieder drin, wie du einen Zombie irgendwie 20 Pistolenschüsse reinballerst, die Hälfte daneben. Das mag ich einfach sehr gern. So gleicht sich alles aus. Mein Können in der einen Situation, das negiere ich einfach mit meinem Pech in der nächsten. Meine gängige Theorie ist einfach, je größer das Ziel, desto besser kämpfst du dagegen. Mm. Ja, das erklärt einiges. Hm. Ja, dann ist es ja schön, dass wir hier jetzt mit was Großem zu tun haben. In diesem Sinne, schauen wir mal. Trau dich. Ach, oh Mann, Tom. Mhm. Dass du dich gerade schon so gefreut hast, hat mich eigentlich schon stutzig gemacht. Holy. Ich freue mich aber immer. Ja, das stimmt. Du führst ein Leben mit Freude. Also spezifisch, wenn ich mit dir Horrorspiele spiele. Und warum Ada nicht mitkommt, finde ich gerade auch jetzt nicht so prall. Okay, warte mal. Ich muss ganz kurz einen Plan entwickeln. Da vorne ging es links rein. Es ist so dunkel. Es würde mich nicht irritieren, wenn da gleich was kommt. Mhm. Deswegen gehe ich jetzt mal auf Konfrontation. Ja, guck mal. Das ist ja scheiße. Ist immer toll, ne? Resi 2 macht das immer so dieses jetzt und dann und da ist Ada. Hab ich gerade schon. Ada ist der wahre Horror. Ja. Sie hat auch eine Sonnenbrille auf. Mrs. A statt Mr. X. Meine Hoffnung ist gerade, dadurch, dass sie dabei ist, dass jetzt nicht so viel gekämpft wird, aber dadurch, dass ich auch gleich wieder Munition finde,
Steht hier eine Mülltonne? Ja, eine Kanalisation. Für Umbrella? Weil da ein Haar drauf ist, dachte ich, wäre das gut, aber ich war so, ja. Naja, gut, okay, also erste Schwierigkeit überwunden. Mhm. Alter, kann die mal aufhören, so zu existieren? Meinst du, ich habe ja neulich nochmal PT gespielt. Holy shit. It's not too late to turn back, Leon. Jo. Und PT ist einfach immer noch... Also ich habe es jetzt zum ersten Mal gespielt seit Jahren, weil es jetzt plötzlich wieder ging bei mir, wegen irgendeiner PlayStation Plus Server Sache. Stimmt. Und holy shit. Ja, ich, da bin ich auch ganz ehrlich, selbst wenn du mir sagen würdest, Mats, ich habe mit Konami geredet, die würden dir das Spiel exklusiv auf deine PlayStation nochmal aufspielen, nur für dich, würde ich sagen, Tom, das ist sehr nett, aber geh weg. Das geht nicht mehr. Es ist einmal aufgezeichnet, ich glaube, du dahingehend hast auch genug gelitten. Es reicht auch schon, wenn ich mir das angucke und wir haben da ja keine Facecam gehabt damals. Ja, was super ist, weil man sich nicht irgendwo hinflüchten kann. Ich weiß, viele Leute mögen die Facecam, aber in dem Fall bin ich irgendwie ganz froh, dass sie nicht da ist. Natürlich wäre es schön, die Option anzubieten. Es wäre, glaube ich, auch visuell ganz interessant. Oh nein, Tom, oh nein. Mein Gedanke war, es wäre sicherlich in dem Fall ganz schön gewesen, weil wir da ohne Witz auf das Sofa gestiegen sind. Also ich glaube, wir haben das ja in deiner alten Wohnung aufgenommen. Ne? Das auf jeden Fall, genau. Es war noch bei mir zu Hause. Ja, ich wollte noch gar nicht darunter. Oh shit, ich wollte nur mal gucken. Oh fuck, oh kacke, oh verdammt. Der Ton ist so komisch. Ja, ne? Ist das bei dir auch so? Ja, ja. Nee, so hallig, als wäre er so weit weg von denen. Aber oh nur, nein. Nur bei den Stimmen. Oh, Tom. Ja, also irgendwie buggt der Ton tatsächlich gerade. Ja, aber ich habe gerade andere Probleme. Ja. Oh nein, es ist sowas. Oh nein, oh Gott, oh fuck, oh nein, oh links, oh Gott. Ah. Okay, er geht nach rechts. Nice. Ah, oh Gott. Oh, Alter. Das ist ein Big Boy. Wo geht er hin? Wo geht er hin? Wo geht er hin? Was ein Chonker. Er kommt nach links. Oh. Ja, nice, Mats. First try. Was ist denn mit dem... Moment, ich muss mal ganz kurz ins Menü gehen. Ja, weil ja, das ist jetzt müssen ist wir mal rausfinden, ja was hier mit dem Ton los ist. Verzeiht diesen etwas komischen Schnitt an dieser Stelle. Wir hatten ja so ein paar kleinere Audioprobleme, wie ihr gerade sicher auch schon gehört habt, dass alles so hallig klang. Und wir haben gerade eine Odyssee hinter uns von bestimmt einer Dreiviertelstunde oder so, in der wir versucht haben herauszufinden, was diese Audioprobleme verursacht. Haben versucht mit Kopfhörern in Controller, mit Audioeinstellungen bei der PlayStation 4, und sind dann schließlich beim Boost-Modus gelandet, der bei zumindest Mats PlayStation 4 zuverlässig das Audio kaputt macht. Und wie wir es zurückbekommen, können wir ehrlich gesagt auch immer noch nicht so 100% nachvollziehen. Aber es hat auch was mit Kopfhörern zu tun und es ist sehr merkwürdig. Und es kommt wohl auch noch dazu, dass der Boost-Modus wohl auch gar nichts bringt bei Spielen, die sowieso schon auf PlayStation 4 Pro ausgelegt sind. Es ist sehr merkwürdig gewesen. Aber, ja, nee, du hast recht. Aber es geht jetzt. Aber, ja, stimmt, das ist das einzige Aber gerade. Aber es geht jetzt. Es war sehr merkwürdig. Ich kann eigentlich auch gar nicht so viel mehr sagen, deswegen würde ich sagen, wir ignorieren das einfach alle. Ja, also falls ihr dieses Problem auch mal habt, bei uns war jetzt die Lösung, Boost-Modus ausschalten, dann das Spiel beenden, dann den Kopfhörer reinstecken und die Audioausgabe über Kopfhörer laufen lassen, dann ins Spiel wieder reingehen und dann den Kopfhörer rausziehen und dann ist wieder normal. So, also ein ganz einfacher Workaround, den man auch eigentlich so mit auf die Hülle drauf hätte drucken können, aber war wahnsinnig wieder zu schwer. Wir haben aber trotzdem noch einen extra Service für euch, nämlich Nians One-Liner und den würde ich jetzt, wenn das für dich okay ist, Tom, einfach mal laufen lassen und das würde ich übrigens auch dann für diese ganze Situation gelten lassen, also diesen One-Liner. Chew on that, you overgrown son of a bitch. So. Nice, jetzt haben wir nochmal richtig gehört. Oh, was liegt denn hier? Eine Granate. wie komme ich da nur hoch? Also, er ist auf jeden Fall tot und auch akustisch
Also nur damit ihr Bescheid wisst, wir waren jetzt hier nicht viel weiter als das. Wir hatten hier Ada noch ein bisschen gehört und haben halt gemerkt, dass Tonprobleme da sind und dann... Ja, und ich... Weiter waren wir noch nicht. Oh, das hatten wir allerdings noch nicht. Sehr gut, Mats. Hat sich schon gelohnt. Applaus. Und auch und sehr souveräne Leistung mit dem Krokodil, Mats. Also ja. Das ist wirklich eine Sache, die schafft nicht jeder beim ersten Versuch. Und du hast es jetzt in unseren ganzen neuen Versuchen bestimmt 5-mal wieder gemacht. Und jedes Mal hat es auch geklappt. Das einzige Mal, dass wir gestorben sind, war mit Absicht, weil wir ins Menü zurück wollten. Er geht einmal nach rechts, er geht einmal nach links, er geht noch einmal nach rechts und dann könnt ihr laufen lassen. Also ich kann das jetzt blind, wenn der Sound da ist, auch mit Akustik-Cues. I can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. Ja, fair point. I'm just impressed you made it in one piece. One piece. Ich dachte gerade, das ist so eine alte Zeichnung, aber es ist nur... What? Dingssystem sah gerade so komisch. Ist das schon die Kanalisation gewesen jetzt? Kann das sein? Wie? Ist das schon? Hä? Naja, also ich meine. So let me get this straight. Ach nee, genau. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. Jan ist immer noch schlau. Scary as that alligator was. The net is far more dangerous. Wenn man mit Lien spricht, muss man eigentlich so auf dem Niveau eines 8-jährigen Kindes reden. Die verkaufen riesige mutierte Krokodile? Ja, nein, nicht ganz. Das ist halt ein bisschen naiv. Jetzt höre ich auch. Wer pinnt denn da so einen Zettel dran? Hey, hallo. Ein bisschen Personal ein bisschen Space aufdringlich. Hier. Ja. Ah. So, was haben wir hier jetzt? Das Gruseligste war jetzt tatsächlich der Audiobug bisher. Ja. Oh, speichern. Das ist ganz günstig. Ja. So, hier seht ihr übrigens, wir haben tatsächlich... Ne, hier sieht man gar nicht mehr, weil er jetzt sein Auto links hat. Ach, ist auch egal. Weil wir haben auch tatsächlich das Spiel nochmal neu gestartet und geguckt, ob es da war. Und das ist auch so gewesen. Dann war tatsächlich die Sprache komplett weg und auch Soundeffekte waren komplett weg. Ja. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Da schreibe ich, glaube ich, nochmal irgendwie eine kleine Doktorarbeit drüber. Und sendest die dann an Capcom? Ja. Und Sony. Identify yourself. I'm a human. Annette Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G-Virus. Huh. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh, yeah? Hey! Stop! Ada! You'll never get the G-Virus! War eine Ansage. Mhm. Didn't expect that from a scientist. Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. Oh. Spielen wir jetzt sie? Leon stirbt jetzt einfach. Komm, wir spielen doch jetzt sie. Komm schon, Tom. Komm schon. Oh. Hat sie einfach ihre Jacke einfach über Leon gelegt. Sei froh, dass sie sie nicht über seinen Kopf gelegt hat. It's not on her. It must be in the nest. Guck dir dieses Outfit an, ey. Die Sonnenbrille abgenommen. Schade, dass sie die nicht aufgesetzt hat. Hier, Leon. Kannst du besser schlafen. Oh yeah. Classic Ada. 9 Schuss. Hä? Hä? Hast du verbrannt. Ach, das ist ja geil, da ist was rausgekommen. Mhm. Ist aber mitverbrannt. Nice. Ja, das wird noch ganz furchtbar. Annette hat sich ja irgendwas angeguckt bei ihm. Ja. Also ja, da auch das spiegelt das Remake. Wir spielen jetzt eine Runde Ada. Das ist gut, aber wenn ich kein Kind spielen darf, ist das alles nichts für mich. So, warte mal, wo ist denn, hier geht's überhaupt weiter? Nee, geht's ja gar nicht weiter, ne? Wo ist denn Leon jetzt überhaupt?
Na, der liegt da, doch da. Da. Da ist er doch. Schieß. Piff, paff. So, ganz kurz, wir haben 9 Schuss und that's it. Jeder Schuss muss sitzen, da habe ich aber ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl. Von hier sind wir doch gekommen. Ach so, wir sind, ach ja, richtig, da war ja was. Also jeder Schuss muss sitzen, wir dürfen uns nicht verlaufen. Wo laufe ich gerade? Ach, da ist die Leiter. Ja. Ich war gerade so, okay, das eine Tür. Das war sehr schön. Ja, weil sie ist doch durch eine Tür gegangen und ich war gerade so, okay, nett. Viermal dran auch durch eine Tür. Ey. Ich nehme keine Leitern, sagt sie. EMF, was ist das? Benutzen Sie den EMF-Visualizer, um Kabel aufzuspinnen und elektronische Geräte zu hacken. Oh, wow. Yep. Okay. Bisschen Gameplay-Abwechslung. Oh, wow. Sie sagt sogar Secret Weapon Time, was ich sehr sympathisch finde. Mhm. Mache ich dann einfach so? Nee, da kann ich nichts machen. Ach so, das muss so büb-büb machen. Okay. Na, da kann ich zumindest nicht daneben schießen. Nice. Und jetzt überhitze ich das, die dumme Sau. Während du drunter stehst. Ja. Danke, dass du aus dem Weg gegangen bist. Ich glaube zwar, das macht gar keinen Damage, aber... Jetzt kann ich nochmal hacken. Ja, damit du keinen Schlag bekommst. Gibt's doch bestimmt hier... Secrets? Leon hacken? Ja, Leon ist ein Android. Holy shit. Oh, holy shit, ja. Ist hier schon irgendwas? Nee, hier ist noch nichts. Jetzt habe ich das Gefühl, die ganze Zeit so rumlaufen zu müssen. Und wahrscheinlich gibt es sehr eindeutige Momente, wo ich das machen muss. Oh, macht sogar Licht. Sogar eine kleine Taschenlampe. Aber die ja, nimmt aber er. Aber nicht so wirklich. Nein. Naja, ist nicht echt. Da sind die Kakerlaks. Die waren ein bisschen größer. In der Tat. Aber ich traue dem Spiel zu, dass hier gleich noch mehr kommt. Die sind doch hier immer groß. So, lass mich raten. Hacker-Time. Auch nicht. Aber Tom, keine Angst. Ich bin sehr gut im Hacken. Das weiß ich doch. Hatte ich gar keine direkt dasselbe machen. Naja, sie müssen es ein bisschen einhämmern. So. Damit du das auch kannst. Also wenn ich nicht Zombies hacken darf, bin ich sehr, sehr traurig. Ich will Robo-Zombies. Apropos. So, ich habe übrigens ja im Menü gesehen, man kann ja auch die Zielhilfe anmachen. Ist die nicht standardmäßig an? Nee. Nur zweimal daneben geschossen. Aber hast du sie angemacht? Nee, oder? Nee. Hätte ich mal, wa? Nee, ich finde das gut so. Ach, komm. Da habe ich ganz großen Spaß dran. Ich habe zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt ein Ersatz-ID-Armband, damit wir in bestimmte Bereiche der Haupteinrichtung können. Anders gesagt, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Also bitte... Also sagt bitte nicht, dass wir hier keine ruhige Kugel, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben müssen. Ich habe gedanklich gerade mich schon auf Folgendes eingelassen. Wir müssen ja diese scheiß Tür hacken und das ist natürlich kacke, wenn hier ein Zombie rumläuft. In der Tat. Da kann ich gar nicht hoch. Bitte, Mats. Oh no. Haha! Ach, verdammt. Ich bin ehrlich gesagt aber auch ein bisschen frustriert durch diese ganze Audio-Kacke, weil das so viel Zeit gekostet hat und alles. Und jetzt habe ich auch gar keine Lust mehr, dieses Spiel zu spielen. Das ist doch Kacke. Ausflüchte. So einem Bullshit, ey. Komm, Mats. Kackspiel. Jetzt aber. So ein Scheiß sterben, ey. Das regt mich jetzt auf. Bin ich jetzt innerlich frustriert. Och, Mats. Scheiß Krokodil. Der wievielte Tod ist denn das, der wievielte offizielle? Der erste! Das
Ist das der erste? Ja, es war der allererste, deswegen nervt mich das ja gerade so. Weil ich so denke, der war so völlig überflüssig auch. Naja, ja, aber... Gibt halt keinen aber drumherum, Mats. Tod ist tot. Ist richtig. Haben wir hier... Munition. Das ist doch hier... Was ist denn jetzt? Der will halt so, das ist halt so. Ja, der kann mal woanders hingehen. Ist aber dunkel hier. Oh je. Oh je. Oh je, in der Tat. Ist da noch einer. Hm. Aber ich glaube, das war's. Mehr als zwei Zombies kann dieses Spiel doch technisch gar nicht darstellen ohne Boost-Mode, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da würde es sehr anfangen zu ruckeln, deswegen machen sie das nicht. Ja. Und wir hatten ja auch noch nie mehr als zwei Zombies. Hallo. Hier komme ich ja gar nicht hin. Schöne Sackgasse. Das ist alles nicht so günstig. Eieieiei. Nice. Aber da holst du die Pro-Moves halt doch schon wieder raus. Ja, ohne Boost-Mode. Aber der geht da lang. Ach, fuck. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn einfach wirklich nicht. Egal, der hängt da fest. Ich bin mir ziemlich sicher, er läuft in die falsche Richtung. Ja, scheiße. Muss ich wieder vorbei, ne? Oh nein. Hör mir auf zu lachen. Komm ich da von hier aus? Tut mir leid. Oh fuck, da hinten ist er, ne? Ich hätte da einfach weiterlaufen müssen, aber ich habe nicht gesehen, wo es lang geht. Mhm. Was ist der Plan, Mats? Wir haben jetzt hier mindestens drei Zombies. Was ist der Tom? Schieß einfach meine gesamte Munition auf den. Warum kippt er nicht mal einfach um? Achso, na gut, okay. Was ist der Plan, Tom? Was ist der Plan? Das macht's gerade nicht so viel besser, was ich hier mache, ne? Nee, aber. Ich finde es trotzdem interessant. Aber jetzt kommen die dir wenigstens erstmal nicht mehr so leicht hinterher. Also irgendwo ja, hast du doch was richtig gemacht. Ja, wir haben alle was gewonnen. Zumindest an Erfahrung. Jetzt ist die Frage, wie schnell genug bin, dahin zu laufen, wo ich hin will. Wir brauchen schon ein bisschen. Wer ist er denn? Und wo muss ich hier hin? Das ist eine Sackgasse, ne? Habe ich jetzt einen neuen gespawnt? Ach Tom, ey, diese ganze Session ist verflucht. Nein, Mats. Das ist alles verflucht. Mit der Einstellung ja. Man muss das Ding auch mal beim Namen nennen. Wie der jetzt hier runtergefallen ist, ich glaub's nicht. Na komm schon, komm schon, komm schon. So, wenn hier jetzt nicht gleich... Gutes Geräusch. Ja. Guck okay, mal. Okay, das ist schon mal cool. Ja. Nee, Alter. Die alte Karusselltaktik. Sehr gut. Ja, komm. Lauf. Schabi nicken irritiert habe ich ihn. So, jetzt muss ich nur sehen, dass ich jetzt da durchkomme. Das ist nicht so entspannt wie das andere mit Ada Torben. Ja, das stimmt. Oh, Gottes Willen, ey! Sie haben es schon ein bisschen runtergeschafft. Oh, fuck! Hast du irgendwie nicht mit gerechnet? Nee, ich dachte, ich bin einfach viel zu schlau für die. Ja, nehmt das hier. Jetzt seid ihr tot und blind. Oh, Mann. Und gut gebräunt. Oh, fuck. Oh, das ist viel zu viel Stress auf diese Frustsituation hinaus. Alter. Ah. Warte mal, jetzt will ich mal ganz kurz umgucken hier.
Ob ich hier nicht vielleicht doch irgendwas noch machen kann. Aber sieht nicht so aus. Ah. Das ist von dem da unten. Ah, da fahre ich nicht wieder runter. Nee, würde ich auch sagen. Also da unten ist irgendwie doof. Da hinten ist was, aber da komme ich noch nicht hin. Komme ich da bestimmt gleich rein. Oh, ich habe einfach vergessen, dass das hier einfach ein Stressspiel ist. Also man darf sich eigentlich nicht stressen lassen, aber ich habe gerade auch wirklich nicht viel gesehen. Das ist mal eben vergessen, Mats. Ich habe das eben vergessen, weil ich so dachte... Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, das hacke ich jetzt, egal was machst. Wahrscheinlich macht es jetzt was Schlechtes. Du hast da vor allem was ausgemacht. True. Was geht's denn hier hin? Hier ist zu. Tom, da brauchen wir gar nicht hin. Ja. War die Tür, ne? Ja, irgendwas da hinten. Aber dann... Das Kabel führt ja weg von dir, also... Ja. Ich lass mal an. Oder nee, aus. Du hast es ausgemacht, ja. Ja, ich lass mal aus. Was denn jetzt? Tom, ich kann das nicht unter diesen Umständen. Unter diesen Umständen. Du musst aber, Mats, du musst. Oh, Mann! Das ist hier ein Stressspiel, scheiße. Fuck! Warte mal. Warte mal. Fuck, was muss ich tun? Da lang. Okay. Aber ist alles gut, wenn er nicht gleich da ist. Jetzt hast du es weggeleitet. Oh, Kamera. Was habe ich gemacht? Du hast den Strom gerade weggeleitet von der Tür. Warum? Weiß ich auch nicht, weil du nicht richtig hingeguckt hast, würde ich mal schätzen. Okay. Er hat immer, wenn er rankommt... Hä? Och. Ey, Tür ist offen. Ja, danke. Kann ich jetzt nicht? Nee, das will ich nicht. Boy, oh boy. Kann ich ihn nicht raus, dingsen und dann zumachen? Kannst du ihn von innen zumachen, Mats? Naja, ich dachte, wenn ich da wieder den Strom wieder wegmache. Hm. I like the way you think. Das Schlimmste ist tatsächlich, dass ihr jetzt alle wisst, dass man mich... Ach fuck, man muss ihn erst einmal ausholen lassen. Dass wenn man mich vorher nervt... Ja. Bleibt leider offen, Mats. Ja, das ist nicht so gut, ne? Aber oh, das nö. War trotzdem richtig, was du gemacht hast. Oh nein. Hallo. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein! Doch, alles gut. Bringt es mir irgendwas? Es bringt mir was. Oh, da war bestimmt noch irgendwas, was ich jetzt übersehen habe. Ja, da wird er nie durchkommen. Alter, Tom. Ich find's auch ein bisschen verantwortungslos von dir, ne? Das muss man echt mal sagen. Ich habe mich die ganze Zeit drauf gefreut. Alter. Nee, hier will ich nicht rein. Hat dich vorher schon so fertig gemacht mit den paar Zombies da vorne. Mich hat alles, mich macht hier alles gerade fertig. Es ist jetzt es ist einfach nur noch Stress. Ich habe, also Spielspaß ist einfach nur noch Stress. Wenn ihr eine Skala habt zwischen Stress und Spielspaß, ist jetzt einfach nur Stress. Ja, und du bist auch ganz schön verletzt, muss man auch dazu sagen. Wenn hier noch ein Zombie kommt, ey. Hier kann ich abspeichern.
Das passt sehr gut, Mats, denn hier gibt es auch eine kurze Atempause für dich. Das soll es gewesen sein mit dieser Folge. Wir hatten Krokodil, wir hatten Audioprobleme, wir hatten Ada und wir hatten nochmal Mr. X. Also der Horror, das Horrorquartett haben wir komplettiert. Mats. Ich dachte, dass das mit Ada alles ein bisschen, dass das so eine Belohnung, so eine Relaxpause ist, aber das ist ja viel schlimmer. Das ist ja einfach nur komprimiert. Mhm. Oh Gott. Ja, aber also den einen Tod, der ist jetzt drauf auf der Liste, komplett unabhängig davon, was für Voraussetzungen wir da vorschicken. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das gerade mit Mr. X, das hast du wieder gut gemacht. Unter Druck arbeitest du dann einfach, weißt du? Ja, das stimmt. Unter Druck geht's dann irgendwie. Und ich mochte auch die Idee mit dem, wir sperren ihn aus. Das hat dann leider nicht geklappt, aber der Gedanke war super. Ja. Ich wünsch, es ginge im Spiel. Ja, das war ein bisschen traurig. Das war wirklich ein bisschen traurig. Aber dafür war der Moment da sehr schön zu sehen, dass es nicht funktioniert. Weil du auch so in dem Moment gesagt hast, dachte ich so, das ist Toms Clou das war die richtige Idee. Ja, ich wusste es einfach nicht. Ich dachte mir so, wenn das klappt, cool. Aber nee. Ja. Gut, patreon.com/schuckt, steady.de/schuckt, falls ihr uns unterstützen möchtet, das macht das Ganze überhaupt erst möglich. Und Mats könnt ihr besuchen bei der Superkreuzburg auf superkreuzburg.de. Wir sehen uns, hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ist jetzt übrigens rot, Tom. Der Controller leuchtet rot. Du bist ja auch halb tot. Tschüss. Das hat sich gereimt.